Recht herzlich willkommen zur 124. Folge vom Avorion. Und wie wir sehen, sind da die Piraten gerade zugange. Da sind aber schon drei Fregatten oder sowas unterwegs. Also ich glaube, wir müssen jetzt nicht unbedingt da eingreifen. Wenn unser Schiff natürlich auch noch überhaupt keine Bewaffnung hat, wenn, ne? Vielleicht sollten wir das mal gerade erst noch checken. Reparaturgeschützt und Reparaturgeschützturm, das brauchen wir jetzt nicht. Flakgeschützturm. Gegen Jäger und Torpedos sind die gut. Also dann sollten wir vielleicht da einmal überlegen, den zu nehmen auch. Falls da einer mit so einem Torpedo ankommt, ne? Machen wir den erstmal dahin. Nicht genügend Besatzung, sagt er jetzt. Das ist bekannt. Doppelflakgeschützturm. Und das haben wir hier noch, einen Titanabwrackgeschützturm. Doppelmaschinengeschütz, Moratur. Ich glaube, den nehmen wir mal den. Und setzen den mal auf die Seite. Nicht genügend Slots. Okay. Sehr interessant. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Naja. Geht also nur einer. Dann können wir ja mal gerade gucken, dass wir vielleicht den einen oder anderen Slot hier. Dann machen wir mal eins daraus. Und dann können wir hier noch ein paar Bauteile vielleicht. Ne? Kontrollsystem, ZD5. Ja, dann müssen wir den dann mal reinballern. Dann können wir auch ein paar bisschen mehr einbauen, ne? Schildverstärker, Energie nach Schildkonverter, nee. Detektoren, hortischen Himmelssystem, Radar-Upgrade, Quantum-Hyperraum-Upgrade. Okay. Quantum-Hyperraum-Upgrade. Geschützkontrollsystem haben wir genug, ne? Geschützkontrollsystem, ey, wie viel haben wir davon? Frachtraum-Upgrade, da ist ein Batterie-Upgrade. Das sollten wir auch noch nehmen. Und das auch noch nehmen. Was haben wir hier? Transporter-Software. Da ist noch ein Upgrade für die Batterien. Und noch eins. Kriegen wir ab und zu einen ab, oder was? Also das ist jetzt unser Teil. Schießt nicht, oder? Warte mal, was haben wir denn da dran gebaut? Flakgeschützturm. Und dann bin ich jetzt hier, wenn wir hier Schaden kommen, den. Ach, wir können ja jetzt sowieso was einbauen. Dann lass es mal gerade sein. Nee. Nicht sein lassen, sondern wieder reingehen. Und einbauen, ne? So, der war angesagt. Den machen wir jetzt dahin. Ich habe doch ein System-Upgrade gerade eingespielt, oder? Kann nicht sein, oder? Oder was ist das jetzt hier? Für Unbewaffnete. Das Tesla-Geschützturm geht, sehr interessant. Der geht auch nicht. Zwei Bergmann, achso, okay. Da hat sich wohl auch was getan, kann er sein? Hm.
Ja, das weiß ich jetzt auch nicht, ne? Das ist schon komisch. Das hat sich was verändert. Ja, da ist jetzt ein Geschützturm. Und den auch mal zu 1. Aber hier schießt nichts. Also vielleicht weil Personal fehlt, ne? Das könnte sein, ne? Oder? Genauso sieht's aus. So, jetzt schießen die auch. Pass mal auf, siehst du? Aber jetzt sind auch keine Piraten mehr da, so lange wie wir gebraucht haben, ne? Was ist denn da oben für einer? Ah, das ist unser Miner, okay. Gut. So, jetzt hatten wir das Problem mit der Lenkung und das nächste Problem war dann unsere Bewaffnung. Wir haben allerdings einen guten Miner gehabt, der schon in der Zwischenzeit ordentlich was geräumt hat. So, das bedeutet, wir müssen den ja nochmal vergrößern, ne? Steuerung Copy machen wir da mal. Und setzen den da Steuerung V einfach mal drunter, oder? Ja, der passt ja schon. Machen den nochmal größer. Dann haben wir hier noch einen. Steuerung C, Steuerung V. Dann ist der auch genau ausgerichtet. Das ist schon mal sehr schön. Und jetzt haben wir den dann noch, oder? Die Tarnhülle. Ne, das ist er gar nicht. Der sitzt oben drauf. Okay. Steuerung C, Steuerung V. Aber den setze ich doch unten hin, oder? So. Das haben wir geschafft. Jetzt gehen wir mal aus dem Baumodus gerade raus und gucken mal gerade, wie er so lenkt. Boah, richtig schlecht, oder? So geht das ja, aber so geht das gar nicht, ne? So kann er auch schnell. Aber so, ne? Geht ja gar nicht. Das war der Grüne, ne? Der war vorne, glaub, oder? So, ab im Baumodus. Der war das. Das würde ich jetzt fast sagen, setzen wir den woanders hin, oder was? Drücken wir da mal entfernen. Und den da entfernen wir mal auch. Den da kopieren wir jetzt nochmal und setzen den mal nach da hinten und gucken, wie sich das auswirkt, ne? So, jetzt braucht man noch den blauen. Den wir jetzt nicht mehr dran kommen, ne? Aber doch kommen wir noch dran, ne? Steuerung C. V. Gut. Aussteigen. Gucken. Da hat sich nichts geändert. Das Drehen ist immer noch langsam. So ist er flott. So ist er auch flott. Nur so ist er schlecht. Jawohl. Gibt Schlechteres, ne? Sagen wir es mal so. Ja, da müssen wir mal gucken. Wir haben ja noch was zu bauen. 3-3. Wir wollten jetzt aber erstmal Schutz bauen. Das bedeutet, wir brauchen noch Titan. Das ist noch alles Eisen, ne? Hier kommt Titan-Triebwerk, Titan-Hülle, Solarpanel, Solarlicht, Panzer der Ecke.
Was ist das eigentlich für ein Ding? Ach so, einer, okay. Wenn ich den jetzt moderiere, so rum, nee, das war verkehrt. So rum ist es, wie ich es haben möchte, genau. Wir machen wieder eine Spiegelachse an und gucken zu, dass wir den da hinkriegen, indem wir dann die Höhen und sowas erstmal verändern. Oh, das ist aber doof, ne? Das ist ja doof, das passt ja gar nicht so richtig. Naja, okay. Ist zu groß. Okay, das geht so nicht, aber da geht's. Würde ich jetzt so mal machen, ne? Aber das mit der Höhe, das gefällt mir ja gar nicht, dass das so da nicht hinpasst. Das passt überhaupt so schlecht ein, ne? Nee. Okay, dann machen wir es halt da rein. Gut. Machen wir die X-Achse wieder erstmal weg und jetzt würde ich noch einen Deckel machen wollen, der gepanzerte Ecke 3, wie sieht denn die aus? So, okay. Ist die denn besser? Die würde da so hingehen, ne? Ein bisschen größer. Aber wir sind schon zu lang da hinten, sieht man gerade. Das wäre schon okay. Die X-Achse wiederholen gerade noch. Also, und dann ist da schon wieder Luft, dann geht's nicht mehr. Können Sie bitte da bleiben, wo ich das mir gerade vorstelle? Ja, so ist das schon okay. Passt nur irgendwie nicht da dran, ne? Aber ist jetzt auch nicht schlimm, ne? Können wir aber so lassen. Finde ich schon okay so. So. Das bedeutet, wir machen jetzt hier noch ein bisschen was an den Dingens dran, ne? An den Triebwerken. Weil die wollen wir auch noch schützen. Was haben wir denn hier so für Kracher? Gibt es da noch was? Nur das. Ja. Nee. Sieht denn das aus? So, okay. Drehen wir das Ding mal um. Um diese Achse. Und dann können wir das mal ein bisschen optimieren. So.
Nee, das ist jetzt nicht das, was ich wünsche. Irgendwie ist es das alles gerade nicht so ganz, ne? Das ist das Richtige, was ich haben möchte. So ist das schon okay, ne? Ja. Jetzt das Ganze gedreht und zwar so rum erstmal, dann machen wir es von unten zuerst. Können wir da auch noch eine Y-Achse hinmachen? Dann haben wir es gleich fertig, oder? Boah, ist ja krass schwer, ne? Das da irgendwo hinzukriegen, dass es passt. Und zwar. Ja, machen wir so, oder? Und jetzt muss es da noch hin. Nochmal eine Rotation. In die Richtung. Kürzer. Höhe müssten wir noch ein bisschen anpassen. Oh. Letzter Schritt zurück war, der war es nicht. Irgendwie sah das gerade eben nicht so aus, als ob das passt. Ich sehe jetzt, dass er da oben ist, aber er ist nicht da oben, oder wie? Er zeigt mir die Höhe an. Ach, wir sind vierfach, das ist unser Problem, alles klar. Ich glaube, so ist schon gut dann, ne? Geht, finde ich okay so. So, und dann machen wir die X-Achse mal weg. Wir müssten jetzt hier unten noch was drunter haben als Schutz. Nee. Nee, das ist wenn auch schon der wahrscheinlich, ne, oder? Oder auch nicht. Das wäre jetzt die ganz normal. Nee, es ist. Was ist das hier für ein Ding? Drehen wir den mal gerade. So ist er richtig, wenn. Größer machen. Schon so gut. Wir machen da wieder eine Spiegelachse hin, ne? Ziehen den noch breiter. Länger, länger. So reicht erstmal länger. Ja, und dann passt das aber hier irgendwie so nicht, wie ich mir das vorstelle. Ich hätte gern das da schon drin gehabt, dass das so richtig ist, ne? Höher oder so, ne? Das jetzt so machen, ne? Gucken so ein paar Teile da raus, ne? Eine flache Flunder. Nee, das gefällt mir nicht. Z weg. Nee, wir müssen was anderes haben. Das ist es nicht. Ich glaube, das ist es. Oder? Machen wir die Achse weg erstmal. Nee, das ist es auch nicht unbedingt.
Achse wieder hin. Nicht wirklich so, oder? So, jetzt sind sie ganz dünne. So ganz gefällt mir das noch nicht. Kuh macht länger. Sehr interessant. Wie kriege ich das da jetzt hin, dass ich das da habe, wo ich das haben möchte? So, und jetzt das ganze Ding erstmal umdrehen noch. So wäre das schon mal gut, ne? Kann ich das jetzt hier da ran basteln irgendwo? Das wird ja schon mal gehen, ne? Da müsste ich es aber noch größer haben. Aber so nicht. So nicht. So. So schon, ne? So machen wir es jetzt dahin. Sieht doch cool aus, oder? Und hier oben müssen wir das auch nochmal so machen. So. Krasser Flieger. So, jetzt machen wir mal B aus. Gucken uns das Ding an. Also diese Drehung, die kriegen wir immer noch nicht hin. So geht. Der bremst nicht mehr, ne? Zu viel Gewicht. Das heißt, wir müssen nochmal bauen und nochmal bremsen. Einbauen. Trägheitsdämpfer. Kriegen sie jetzt hier nochmal hin. Der ist mir zu dick. Könnte aber höher sein, ne? Zack. W. Fliegen. Wo ist denn unser Schiff? Oder was anderes überhaupt erstmal? Wie, der hält jetzt sofort an, oder was? Ja, das geht. Das ist schon mal mit dem Trägheitsdämpfer, hat das schon mal gut geklappt. So, das mit der Steuerung ist natürlich ein bisschen kompliziert, aber... Ja, das mit dem Anhalten geht gerade so, ne, würde ich sagen. Aber das mit der Steuerung geht gar nicht. Und wir verlieren Energie, wenn ich das so richtig sehe. Ne? Und das funktioniert also nicht. Das bedeutet, wir brauchen Grünes, um noch Energie dazu zu kriegen. Schildgenerator nicht, sondern Generator.
So, den müssen wir jetzt da irgendwie noch reinkriegen. Ha. Dann kannst du den mal flacher machen, ne? Wieso geht denn jetzt nicht flacher? So, jetzt ist er erstmal so. So geht doch schon mal, oder? So. Ach, das ist schon das Flachste, okay. Machen wir gerade ein X an. Generator hätte ich jetzt noch gerne gehabt. Ach so, weil der so schräg ist, geht's dann nicht. Schwupp. So, B. Und jetzt lädt er auf jeden Fall. Das geht ja schon mal, ne? Und dann können wir mal fliegen. Ja, fliegt da, ne? Drehen. Bremsen auch. Nochmal Bremse einbauen mehr. Zack. Noch einen Trägheitsdämpfer da reingemacht. Warte, wir machen den Generator, den kopieren wir mal. CV. So. Und dann hat er sich da irgendwas anderes ausgesucht, oder wie sehe ich das? Der ist ausgewählt. Copy. V. Na, irgendwie mag er das wohl nicht so ganz, ne? Okay, das wäre ja auch eine Alternative jetzt hier, oder was? Kriegen wir da noch einen Trick als Dämpfer dann so hin, wie ich den mir vorstelle? Irgendwie mag er da nicht so drin arbeiten, ne? Warte mal, wir machen erstmal dieses Ding hier so richtig hin. So flach soll er sein und er soll schmaler sein. Aber er macht hier schon wieder irgendwelche Spirenzken, die ich gar nicht haben will. Was denn hier jetzt hier so? Können wir das jetzt mal machen, dass das auch geht? Okay. Kriege ich das jetzt nicht mehr da dran, oder was? Für mich unerklärlich, warum das jetzt nicht funktioniert. Wir können auch mal hier gerade nur vor Dings der Bumster nehmen hier. Zack. Irgendwas ist ausgewählt, das er kopiert oder sowas. Ich weiß aber nicht, was für eine Taste das war. Er übernimmt ja irgendwie sowas oder füllt aus oder so, ne?
Da weiß ich gar nicht, wie das funktioniert. Blöcke auswählen, Blöcke umwandeln und Blöcke reparieren. Ganzes Schiff anpassen. Neutraler Editor. Okay, das sieht besser aus, ne? Aber brauchen wir jetzt noch nicht. Block abgleichen, Sicherung abgleichen, das war's bestimmt. Okay, jetzt haben wir irgendwas mit mehreren Auswahlen. Blöcke umwandeln. Ausgewählte Blöcke verschmelzen. Rückgängig. Zentrieren. Ja, ich krieg's jetzt nicht mehr hin. Ganzes Schiff rotieren. Jetzt habe ich es verdammelt, ne? Keine Highlights. Lokale Gitter, kein Einrasten. Kein Einrasten ist doch schon mal cool, oder was? Sicherer Modus, neutraler Editor. Ich krieg's nicht hin. Blöcke reparieren, Schiff reparieren. Gibt's nichts zu reparieren. Wenn ich jetzt Delete drücke, ist das weg, was ich da gerade angebaut hatte. Ja, super, oder? Jetzt möchte ich gerne das Teil haben und das daran bauen. Geht auch. So, jetzt möchte ich das nur drehen. Geht eigentlich auch. Ist aber zu viel Material. So, jetzt mache ich den da mal hin. Und jetzt gehe ich da raus und hoffe, dass es fliegt. Müssen wir wieder dahin, damit wir dann auch sehen, ob wir bremsen, ne? Naja, ne? Bremsen ist was anderes, oder? Und lenken ist auch was anderes. Das ist der Akku leer, ne? Lädt er sich überhaupt auf? Gute Frage. Der Trägheitsdämpfer, den wir da eingebaut haben, der ist gerade am Limit, ne? Jetzt haben wir das nächste Problem wieder. Noch ein Generator bauen, also. Das werden wir aber dann in der nächsten Folge machen, denke ich mal. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und damit ihr eine Info kriegt, wann die nächste Folge kommt, drückt doch die Glocke. Alles klar, bis dann. Tschüss.